Ja, ich hätte gerne auch ein bisschen was von dem Koks. Wenn es keine Umstände machen würde. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Mega! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja. Und schalt Mega. Den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Daher! Das wird kein Zucker schmecken, aber wir zahlen es den Bullen heim. Mal kurz hier reingehen. Irgendwas Seltsames hier drin? Nope. Hier ebenfalls nicht. Gut. Dann wollen wir den mal hinterher. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Zeit anhalten, hochrennen. Und servus Phil. Es hat geklappt. Ich hoffe, du hast auch einen guten Tag gehabt. Bis hierhin. Oh Mann, da ist noch einer. So, dann schleichen wir uns mal hier durch. Und nun wird es wieder Zeit, sich einen Hamster in den Arsch zu schieben. Auch wenn ich das nicht gut heiße. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? Komm her, Kleiner. Chaos ist sich selbst der Lohn. Erledigt. Okay, los geht's! Dann mal schnell wieder runter. Vorne noch die Kiste mitnehmen. Mal sehen, was jetzt hier abgeht. Hi, ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Nicht schlimm, Tauli. Schön, dass du reingeschaut hast. So, dann checken wir erstmal hier die ganzen Taschen. Tantalum-Beschleuniger-Rezept. Beweisraum. Abgeschlossen. Dann. Nach dir, Neuer. Gibt es nur einen Weg. Zu den Gefängniszellen. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Sie wollen die Verbrecher befreien! Nur Schwarze. Runter, auf den Boden. Jetzt aber nur zu zweit? Nee, wollte schon sagen. Ich sollte erstmal meine Kräfte ändern. Die Kombination lasse ich so, wie sie ist. Das finde ich in Ordnung. Aber meine Kräfte. Ich habe ja jetzt noch den Gadget Master zu bekommen. So, die Gigavolt-Kugel schockt, das Geschütz und der Roboter, der explodiert, macht 82 Schaden halt, ne? Ich würde tatsächlich gerne auch so ein Geschütz aufstellen. Schattentausch bleibt drin. Was ist mit denn der Ulti? Die Ulti macht 205. Die macht 486 Schaden.
Ich werde das Todestauchen nehmen. So eine große Reichweite mit drin. Und da ich jetzt selbst Geschütz aufstellen kann, können wir eigentlich Tupperdose rausschmeißen. Und nehmen dafür Tools her. So. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Runter! Das war's. Wird's noch nicht fertig? Einmal getasert. Oh Mann, bin ich dran? Du kannst deinen Schockerhammer rausholen. Donnerlichtchen! Tada! Ich hab es blitzen lassen! Du bist dran, Neuer! Und wir hauen uns mal direkt ein Geschütz raus. Davon erholt man sich nicht so schnell. Mein Werkzeug ist bereit. Kollege Toolset. Was macht der denn jetzt am besten? Ich greife den Kopf da oben an. Ping, ping, ping! Yeah. Hurra, die Laser verschießen sind total plausibel und cool. Beine breit, Anarchisten! Ja! Zeig keine Schwäche! Ihr muss durchgegriffen werden! Ja, stopfen wir ihn das Maul! So. Ja, genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung! Gern geschehen. Okay, das ist ein sehr guter Tipp. Dankeschön. Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts! Wollen die alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße? Fick diese Arschlöcher! Ich hasse sie! Komm runter, Tauli. Alles ist gut. Oh, Scheiße, du nicht bist down. Warum tut keiner was? Ja, machen wir sie platt. Die Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Au, fuck. Ein Sturm zieht auf. So. Schocken wir die beiden mal. Donnerstag. Ihr wisst brenzlig! Los geht's, Neuer! Und als nächstes schalten wir ihn aus. So furchtlos. Wäre das mein Kind, wäre ich echt stolz. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Dann einmal die beiden mit dem Schraubendreher. Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Auf den Boden! Haya! Fuck, jetzt gibt's schon auf! Wir haben hier ein... Es ist soweit! Mysterion, mach ihn kalt. Mit deiner ultimativen Rache, ultimatives Opferattacke. Ha! Kylo! Messern. Der Sturm ist vorüber. Easy peasy. Hyperglas bekommen und $5.77. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck.
Arrestzellenzugangskarte. Kameras müssen noch zerstört werden. Keine Beweise. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich. Hau rein. Warum sind die alle in diesen Raum reingegangen, der keinen Ausgang hat? Sehr verwirrend. Nun gut. Hinter dem bösen Detective hinterher. Komme ich denn hier schon wieder hin? Ich brauche die Leiter. Einmal und da vorne das zweite Mal. Lied des betrunkenen Ritters. Ich erkenne das Geld da. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann geht's jetzt, Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Ich kriege gerade auch keinen Schalter, egal. Wir gehen das mal hier rein. Voller Gefängnistür zerdeppert. Sehr schön. Irgendwo führen diese Leitungen doch hin. Ich muss also tatsächlich erst da unten durch. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Oh nein! Nein, das war nicht das Ziel. Ich sehe nirgends einen Schalter. Reiß normale Ärsche auf. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Erstmal mach mal Bumm. Geil! Ja, ich weiß, dass ich das bin. So. Wusste ich doch. Furzkur. Wow, wow! Ah!
Sehr schön. Geschafft. Und Servus, Lulus. Also mir ist das hier irgendwie gar nicht geheuer. Strom ausschalten. Heißt mal wieder leider den Hamster in den Arsch schieben. Hier kommt das Chaos! Komm her, Kleiner. Und was hätten wir? Ansaugen. Abschießen. Oh, wow. Bis bald. So, oh, jetzt bitte wieder runter. Dann mal los. Verschwinden wir hier. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Bis dann. Ich hoffe mal nicht, dass es das Ende ist. Ich glaube, hier kommt noch ein bisschen was. Es wäre ein bisschen schade, wenn jetzt schon Ende wäre. Vernichtungsüberkipper-Rezept. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Einmal bitte den Generator am Arsch. Toolchef, der Richtige für jeden Job. Geh du vor. Geschafft! Erledigt. Nice. Ich meine, nice, los! Es ist doppelt so groß wie der erste Teilschwein. Da hast du dich vertan. Das Spiel hier soll doppelt so groß sein wie der erste Teil. Und nochmal den Hamster in den Hintern. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? So ein feiner Lakai. Oh, wow! Chaos ist nicht selbst der Lohn! Aber wir sind andererseits sind wir ja auch schon ziemlich lange dran, so ist es ja nicht. Ne? Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grandles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Jared. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Besiege Jared. Sex im Knast ist extra heiß. Der will mich anmachen. Okay, wir haben keinerlei Hilfsmittel. Laserbohrer! Dein Gericht ist geil. Willst du meins auch mal halten? Oh nein! Das ist so abartig! Bitte nicht! Donnerlittchen! Ah. Das bist du noch eine Weile! Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Ach, bitte hör auf. Hör auf einfach zu reden.
Hier kommt Mysterion! Okay, da du jetzt diesen Angriff machst, geh einfach ein bisschen näher und warte ab. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ah! Keine Kinder in Fummelreichweite frustrieren! Zeit anhalten. Niemand packt meinen Freund Tuchel an. Alter Arschloch, sie ziehen sich schon älter aus. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Feuer frei! Freue mich vor! So, nochmal 200 Schaden. Lauf zu euren Sturmbunkern! Eiszapfen. Ich leg dich auf Eis. Das sollte dich bremsen. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verrecken wir wegen AIDS. Everyone has AIDS. Ein verrücktes PR-Team zu sein? Ich hab seit 2 Jahren nicht geschlafen. Jeder sollte AIDS haben. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Die sind im Arsch. Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Wir hauen ja einfach so aufs Maul. Geiler Schlag! Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Das gibt ein ganz schlechtes Karma für dich. Oh. Ich bin so froh um meine Schutzbrille. Ey, warum darfst du schon mal angreifen? Mein Werkzeug ist bereit. Für dich. So, erstmal 300 Lebensenergie zurückholen. Hey, lass ihn in Ruhe! So, ultimative Kraft ist bereit. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Am wenigsten lebt aber noch Toolset. Das habe ich gebraucht. Alter, hört auf, den zu heilen. Mann. Danke, AIDS. Lass mal da. Wir müssen erst den seine Lakaien ausschalten, das wird sonst nichts. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Angriff aus dem Hinterhalt. Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. Oh, jetzt kommt er wieder. Deine Kinder in Fummelreichweite, Frust. Gönn dir was Süßes. Wir dürfen dem gar nicht so nah rankommen, tatsächlich. Wir heilen einfach mal alle hier. Kacke. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Und wir heilen hier vorne wieder mal. Ein neuer. Wir nehmen es mal in Kauf,
machen ihn platt und greifen ihn ein, lassen ihn bluten. Ja, machen wir sie platt! Hier kommt dein Tod! Du isst jetzt auch mal was, aber leider isst du nur den normalen. Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Oh nein! Kapiert? Ganz ehrlich, halten wir lieber die Zeit an, bevor du das machst. Und unsichtbar. Wunderarsch, gibt ihn sauberes. Los geht's. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Einführung, kapiert? Nicht gut. Nein! Er hat zu Tode gefickt. Okay, ja, Mysterion ist tot. Gönn dir was Süßes. Und los geht's! Alle Infos zu meinen Laserbohrern gibt's in Toolshed. Tolle Tools 1, bald erhältlich. Donnerstag! Wir machen jetzt Platz. Das Bild hat mich innerlich zum Lachen gebracht. Wenn du nichts gesagt hättest, wäre die Welt ein besserer Ort. Down jetzt mit ihm. Feierabend. Der ist ziemlich übel gewesen. Geil, Wunderarsch! Wir haben Jared besiegt. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, furz ihm ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Natürlich. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Er ist ein Pädophiler, er hat's verdient. Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? So, die Kameras wieder ausschalten. Seufzprotokoll aktiviert. Er fasst mich am Rüssel an. Wahre Helden können Gnade zeigen. Du hast ihnen dein Arschloch gezeigt. Hab ich. Du hast ein weiches Herz. Vielleicht zu weich. Bäh. Du hast ihn nicht zu Tode gefurzt, aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht noch ein bisschen verprügeln können. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber... Ah! Gut, von da kamen wir. Es gibt also für uns nur... Ach, verdammt!